Ah, hoffentlich, ja. Das, ja. Können Sie mich da schnell mitnehmen, da vorne, zu dem Polizeiwagen? Jo. Vielen Dank. Zweimal Fahrzeugtötung. Oh, den hast du aber geil gestoppt. Ja, mit Blaulicht. So, ich werde die ganze Zeit meine eigene Sicherheit. Vielen Dank. Der Kollege kommt. Auf Wiedersehen. Kleinen Moment. Ich habe gesagt, du klärst das mit dem, ich schließe mal dein Auto ab. Ja. Aloha. Das Blaulicht kannst du vielleicht auch noch ausmachen. Bei mir ist es nicht mehr an. Deswegen, ach so. Ich kann nicht mehr rein. Also erstens, Sie sind verdammt leise. Und zweitens, was könnte der Grund sein dafür, dass wir Sie angehalten haben? Jetzt macht er gar nichts mehr. Entschuldigung, ich hatte was im Mund. Ich hatte was im Mund. Alter. Okay, ich wiederhole mich. Haben Sie jetzt, ist jetzt Ihr Mund frei von sämtlichen langen, harten Dingen? So. Jetzt ist alles raus. Entschuldigung. Gut, alles klar. Sie sind immer noch sehr leise. Ich wiederhole mich zum letzten Male. Warum glauben Sie, haben wir Sie angehalten? Ich sag mal die Karre. Dein Auto? Ich warte. Er hat gesagt, er weiß es nicht. Also jetzt gehört. Also Sie haben überhaupt keine Ahnung, wieso wir Sie angehalten haben könnten. Hm? Tut mir leid, schreibt er. Weiß ich nicht. Nein. Okay, irgendwie funktioniert sein Mikrofon nicht so. Ist ja nicht so schlimm. Okay, kleinen Moment. Ich werde kurz mit meinem Kollegen die Bösewichtenliste ausarbeiten und dann werde ich sie. Da werde ich nochmal auf Sie zurückkommen. So, jetzt soll ich nochmal genau. Ich zeig dir mal kurz. Er fährt hier so. Ich bin hier vorne rangeschossen. Ja. Steig aus. Doch, ich habe meinen Taser. Lauf mit der Knarre hier ran und steck den Boll. Mein Soundsuppressor fand die Fresse durch seine offene Seitenscheibe. Dann sagst du dir auch so: Holy shit, ist schnell ausgestiegen. Voll die Mega MG. So, alles klar. Wir haben uns besprochen. Sie stehen nämlich auf der Wanted-Liste wegen doppelter, halten Sie sich fest, doppelter Fahrzeugtötung. Was sagen Sie dazu? Ach so, diese, Verstehst du ihn? Keine Ahnung, weil ich bin ja über jemanden gefahren und ich hab nur in Kavala welche Lecken gesehen. Die waren irgendwie andauernd am Rumstolpern und eigentlich war keiner vor mir. Ein Auto wurde geknackt. Das ist bestimmt deiner in Kavala. Ich hab mich schon andauernd gewundert, so, hä? Warum? Das kann sein. Also das kann ich ja jetzt leider nicht mehr nachvollziehen, ob das berechtigt oder unberechtigt war. Ich würde Ihnen da jetzt mal insofern entgegenkommen, weil ich hier derzeit auch ein paar Leckprobleme habe. Ich würde Ihnen die Hälfte des angegebenen Bußgeldes würde ich Ihnen anzetteln. Was für eine Wortwahl. Sind Sie denn damit einverstanden? Das wären 20.000. Monatsende und so. Ich kann auch Ihr Fahrzeug verkaufen, wenn Ihnen das nicht gefällt. Ich glaube, da kommt meine Karre gleich angefahren. Ja, aber die können die Sirene ja nicht anmachen. Ja, aber der verfolgt einen. Ich sehe aber keinen, den er verfolgen könnte. Ich auch nicht. Der verfolgt sich selber vielleicht. So wie der Hund seinen eigenen Schwanz jagt. Okay, wissen Sie was? Ich biete Ihnen jetzt einmalig an 15.000 und die Sache ist gegessen. Sie haben bloß $610. Können Sie singen? Dafür wollen wir schon eine kleine Show haben. Können Sie tanzen? Da ich Knieprobleme habe, leider nicht. Was können Sie überhaupt, Junge? Eigentlich nur
Ja, das können DHL-Lieferanten. Sachen in ihrem Mund haben, das können sie. Wissen Sie was? Ich werde sie jetzt entfesseln. Dann machen sie hier 10 Liegestütze. Wenn sie die sauber ausführen, dann sind wir 2 geschiedene Leute. Okay. Dann fangen sie mal an. 1. Schneller. 2. 3. 4. Na. 5. Nicht schwächeln. 5 Stück noch. 6. 7. 8. Ein bisschen schneller. 9. Und einer noch. Jawohl, jetzt nochmal hoch. Ganz hoch, aufstehen. Jawohl, wunderbar. Und jetzt machen Sie sich ganz schnell vom Acker, dann streiche ich Sie von der Wanted-Liste. Aber beim nächsten Zwischenfall werde ich nicht mehr so gnädig sein können. Okay, er ist weg. Thanks. Jo, kein Ding, bitte, Master. So. Haben wir gerne gemacht. Nein, das war er nicht. Wir müssen eine kleine Kopf-Pinkelpause machen, hier drüben. Kommst du mal kurz mit? Oh. So. Ja. TS gucken, Eingangshalle, den müssen wir reinmoven. Ich weiß ja nicht wer, aber mach du mal, weil ich kann ja nicht minimieren. Ja. Oder soll ich unterbrechen? Ja, das wäre fast besser, wo habe ich den jetzt hingemoved? Okay. Sag mal, hey. Peng. Ja. Sag deinen Satz. Gehen Sie gerade auf mich? Sag deinen Satz. Wie bitte? Sag deinen Satz. Nein. Nicht nein, Peng. Nein. Peng. Pong. Oh Mann. Was soll das denn? Sie sagen doch Peng. Nein! Doch! Immer diese Polizeigewalt! Noch habe ich sie nicht erwischt. Ich komm gleich mal. Dann nehme ich sie fest. Und weswegen? Was für ein Grund? Betreten von Hochsicherheitsgelände. Sperrzone. Haben Sie mich verstanden? Habe ich das jetzt überhaupt? Ich habe nichts gehört, tut mir leid. Über da gekommen gesagt. Nee, habe ich nicht. Wegen Betreten einer Sperrzone. Na, aber Sie provozieren mich auch dazu. Nö. Doch. Computer sagt nein. Peng! Wer provoziert hier wen? So, ich geh jetzt mal zum Kevin hin, ne? Also. Solange sie außerhalb der Sperrzone bleiben? Ah, das macht doch nichts. Die drücken einfach mal ein Auge zu. Ich klick die Handschellen zu. Peng! Peng! Komm, Tricky, ich hab's geschafft. Wie, du hast es geschafft mit dem Bildschirm? Ich hab jetzt einfach meinen Bildschirm gedreht. Also halt, ne, ich habe meinen zweiten Bildschirm einfach auf den Kopf gedreht, sozusagen, in der Software, und vor allem konnte ich das da wegbewegen. Das war jetzt knapp. Ich hätte jetzt fast einfach auf ihre Füße gezielt, aber da war kein Sandsack mehr. Wir hätten die jetzt wieder gekriegt von mir. Mit einem Fernglas? Ich bin wieder da. Okay. Ich hätte jemand abgeworfen. So, dann könnte ich jetzt auch spielen.
Und dann versuchen wir reinzukommen. Peng! Erwischt! Das ist lustig, Kevin. Irgendwas dabei hat? Ne, hat nichts dabei. Das ist lustig, ja? Ja. Ich hab so ein Spielchen mit dem, der stellt sich hinter die Sandsäcke, dann sagt er Peng, duckt sich weg und ja, ich schieß drauf. Ich hab das Gefühl, ja nicht schießen. Ich hab das Gefühl, nur du kannst gewinnen bei diesem Spiel. Ja, ja. Darum spiele ich das Spiel. Ja. Du kannst ja mit deinem Night Vision nach mir werfen. Ja, könnte ich. Oder mit meinem Fernglas. Ja, boah, da würde ich dich instant festnehmen. So, Donuts, Kaffee to go. Oh, du hast nicht genug Geld, ich bin ja überfahren worden, holy shit. Das ist ein Hunter. Ja, Peng! Das liegt daran, dass wir mit Waffen umgehen können. Wie er sich gleich duckt. Hallo, Herr Peng! Du hast deinen Text vergessen. Ein Schuss. Ja, den hat man nicht gehört. Holy shit. Ein. Ja, wo ist denn der Kevin? Peng! Oh. Nein! Nein! Wie energisch der das immer sagt. Aber meine Sportlimo steht wieder drin in der Garage. Nice. Ich gehe noch drauf, ne? Das ist dir bewusst, ne? Das ist nicht mein Problem. Ich gewähre jetzt mal eine kleine Führung. Eine kleine Führung durch das Polizeigelände. Okay. So, das hier ist der rostige Pfosten. Okay. Okay, ziemlich rostig. Okay. Das ist ein fliegendes Fahrrad. Ein Fahrrad? Ein fliegendes. Darf ich da mal mitfliegen? Nein. Also da ist halt wirklich nichts mehr. Ich schieß auch schon nicht. Warum? Nein! Doch! So, das ist unser Freund. Küssen verboten. Ich warne sie. Nicht! Nein! Nein! Ich hab gesagt nein! Kollege, nein, der küsst hier einfach unseren Manager. Nein! Ich will das gar nicht. Wir schreien nein. Da, jetzt haben sie es schon wieder gemacht. Jetzt haben sie es schon wieder gemacht. Richtig dreckig. Wie er die Augen dabei schließt. Er genießt es. Oh, die Zunge kommt raus. Oh, nein. Oh, nein. Das ist die verzweifelt, Mann. So, das ist... Frage, was wollen sie mit dem Heli machen? Den habe ich nicht geholt. Sie wissen das bestimmt, ne? Ich weiß alles. Ich kenne sogar die Farbe der Unterhose. Das bezweifle ich. Vorne gelb, hinten braun. Ja, das ist der andere Ausgang. Der Ghost Dog ist wirklich nicht mehr. Aber ich will hier nicht stehen. Geladen. Ja, wir testen jetzt mal was. Major Kevin, kommen Sie mal bitte her. Nein! Nicht draufgehe, ne? Das ist ein physikalisches Experiment. Sie haben sich dazu bereit erklärt. Ich hab 1 Million dabei, aber egal. Ja, die gehen dann aufs Polizeikonto. Der Kollege möchte testen, ob die Schranke jemanden erschlagen kann, wenn sie zugeht. Nein, möchte ich nicht. 15, fall back. Oh mein Gott. Okay. Glückwunsch, Sie haben verloren. Jetzt seid ihr draußen und nicht drin. Und jetzt? So, was machen wir jetzt noch mit dem? Ab in den Heli. Die können mir ja mal Kavala und so zeigen und die ganze Städte. Also sie wollen das aus der Luft sehen, ja? Ja, aber ich möchte nicht rausgeschmissen werden oder so, oder abstürzen, ne? Okay, dann zeige ich ihnen jetzt mal das aus der Luft. Dann zeige ich ihnen das jetzt mal aus der Luft. Richtung. So, und? Nein. Wie ist die Aussicht? Gefällt dir das so? Ist gerade runtergefallen? Ne, dazu werde ich sie jetzt erst loslassen.
Er ist dann tot, ja, du weißt. Machen sie nicht. Was sagen wir da? Ich fang ihn auf, ich fang ihn auf. 3, 2, 1. Nein! Ich liebe das Nein. Wir schreit Nein! Wo kannst du keinen Taser mehr? Los! Ich glaube nicht. Du musst dich mal ein bisschen ausrüsten, oder kannst du es zocken? Ja, ich kann es zocken. Ich möchte nur ganz schnell. So, ich begleite sie wieder nach draußen. Warum ist da was zu mir rüber hier? Ja, ich möchte aber nicht nach draußen. Wir müssen aber eine Ausbildung vollführen jetzt. Wo bist du? Hier links. Ja? Hier rechts, genau 90 Grad rechts. Okay. Wir haben Lauf auf dem gelben Strich. Ist der ATM, da kannst du dein Geld holen. Was du da dran hast. Beziehungsweise hol dir einfach mal, so ein, keine Ahnung, 20.000 oder so. Ja, braucht er, hat er nicht mal einen Taser tun. Nee, nicht. Ja, die wollen mir noch Geld geben. Achso. Ja, Moment. Hier ist das Geld. Okay. Und dann kannst du einmal hier, kannst du dir unter Kleidershop, kannst du erstmal Klamotten kaufen, am besten die blauen. Mal Kleidershop. Ja, Sergeant-Uniform ist das. Was soll denn das? Sie wollten doch was. Meine 50.000. Und dann halt unter... Ich habe keine 50.000. Sergeant, Kadett, Offizier, Sergeant. Kannst du dir schon Sachen kaufen? Millionen. Erst recht oder so. Lol, das ist schon richtig geil. Also ich muss zum Ausbilden. Auf Wiedersehen. Nein. Offizierswaffe. Nein. Oh. Stopp. Halt, stopp. Nein. Tut mir leid. Du bist sogar schon Sergeant. Also kannst auch Sergeant schon nehmen. Nice, Mann. Das dritthöchste haben sie dir gegeben. Richtig geil. Ach, was habt ihr euch denn, was kann man ein bisschen hier kaufen? Also du kannst auch gerne einen Sniper haben. Wenn du die MK200 hier willst mit Schalldämpfer, kannst du die auch gerne haben. Oder du kannst die Dings haben, das ist eine Sniper. Oh, die kostet aber ordentlich, du. Ja, wir können nicht mit Geld ausstatten. Habt ihr die Lynx? Was kostet denn die gerade? Wo sind die hier? Das sind 46.000. Das war durch einen Dez-Zink, als ich Rudi überfahren habe. So, dann, wer hat denn hier den Ghost Hawk gespawnt? Ich. Ach so. Nein! Wow. Das Nein ist cool von dem. Auf jeden Fall. Das hast du von mir die, ein bisschen diese, Geld. Ja, danke schön. Diese Nachrichten, die reingehen, die kann man nur, die kann man nur einmal kurz lesen, ne? Ja, wenn du im Chat dann wieder hochscrollst. Kevin! Ja, scheiße. Dann kannst du die noch mal lesen. Die... Moment. Was für ein Visier passt? Einfach so ein ARCU, oder? Was hab ich denn drauf? Ich hab zum Beispiel... Was hab ich denn hier? Das ARCU, ja. Guck da schon wieder in die Rucksäcke. Der Fricker. Ja, nur kurz. So, Mucka, dann empfehle ich noch irgendwie ein paar Donuts oder so zu kaufen. Was geht hier beim Polizisten Item Shop? Okay, ich komme sofort, Moment. Eine Sache möchte ich noch. Ja, lass dir Zeit. Mal da rüber und schreit mal da rüber, vielleicht bringt das was. Wen soll ich anschreien? Nicht anschreiben, anschreien. Lol, ja, wen soll ich denn anschreien? Hab ich schon gehört. Wie heißt der? Da drüben ist er doch, lauf mal mit. Da kann er dich hören. Okay, so, da habe ich ein paar Sachen gekauft. Wo war der Donut-Shop? Auch hier. Muss nur auf Polizisten-Item-Shop. Ich brauch Geld! Klicken. Oh, da ruft dich jemand. Da haben sie Geld. Das ist zu viel Geld. Mehr Geld können sie nicht ausgeben in ihrem Leben. Ein Kaffee to go? Ja, Kaffee to go oder Wasser ist eigentlich Wurst. Wow. Wird überfahren, behaupte ich mal. Ja, das ist 20. Ah, Geld. Haha, der ist gestorben. Wow, ach du Scheiße. Das ist mein Geld. Das habe ich gesehen. Wem? Mucka? Ja, bitte. Wieso hast du 250.000 im Badeball gehabt? Hast du das genommen, Tulu? Ja. Hab ich gesehen. Jetzt echt? Ja. Ja, leicht, der General. Wir wollen ja mit meiner Waffe, ne?
Ich glaube nicht mehr. Kopf spawnst du immer mit einem Zoll. Du, wie viel Geld hast du jetzt? 250.000 Mucker. Ich weiß nicht warum. Und wem? Aber ich hab die auch. Wie, du hast die auch? Ich hab die auch aufgenommen. Ich hab die verloren, glaub ich. 258.170? Ja, hab ich auch. Lol. Wir haben die geduped. Lol. Ich geb dir mal Mucker wieder. Ja, ich auch. Geld. 500 Gehalts. Pack's am besten gleich auf die Bank, Mucker. Am besten. Ja. Ich kaufe mir vorhin nochmal Munition, Kaffee und dann... So, jetzt hat er mal eben 500.000. Klamotten, Rucksack oder einen Helm oder so kannst du noch kaufen. Night Vision, gibt's da alles. Nein! Doch! So, Geld. Munition. Kugel! Ich wette, der Typ hat eben auch das Geld aufgehoben. Ne, der konnte nicht hier rein. Wir haben das Geld geduped, man, holy shit. Ja, wie, haben wir das gleichzeitig aufgehoben oder wie? Ja, ich habe das auch aufgenommen. Ich hatte jetzt das gleiche Geld nochmal wieder auf dem Boden aufgenommen. Wo kann ich mir denn das, die Taschen kaufen, weil die finde ich jetzt hier nicht? Item Shop. Unter Polizistenkleider. Und da ist unten bei Überkaufen ist Clothing. Und da kannst du dann auf Backpacks, Vests, Glass ja, und alles gehen. Clothing. Wissen. Holy shit. Was war das? Ich? Der duckt sich nicht mal mehr weg. Der ist ja langweilig. Birdie, guck zu, der ist General. Ja, du weißt Bescheid, du. Ja, ja.